Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Terminator Event bei Ghost Recon Breakpoint beziehungsweise der Wiederholung des Events. Für die erste Mission, ich kann gerade mal zeigen, ich bin immer noch in dem Spielstand, mit dem wir auch Episode 3 gespielt haben. Ich habe hier noch nichts freigeschaltet, aber soweit ich mich erinnern kann, kann man glaube ich nur zwei oder drei Missionen des Events wiederholen im Nachhinein. Was tatsächlich ein bisschen schade wäre, wenn es wirklich so ist, aber das werden wir gleich sehen. Erstmal sprechen wir mit Maria. Hey Maria, was steht an? Sie interessiert vielleicht, dass eine Kollegin von Ihnen verhaftet wurde. Eine Kollegin? Eine etwas wilde Frau, die ein paar von uns vor Sentinels Killerdrohnen beschützt hat. Sie hat Drohnen erledigt. Ganz alleine. Wir wissen nicht, wer sie ist. Wir kennen nicht mal ihren Namen. Aber sie hat unsere Leute gerettet. Ich finde es nicht richtig, dass sie in Sentinels Knast verrottet. Ich kümmere mich drum. Hättest du gedacht, dass wir hier... Alles klar, dann schauen wir doch mal, wer das ist. Die Frau finden, die die Drohnen zerstört hat. Sie wurde zur Sentinel-Landbasis in Sinking Country gebracht. Ich laufe hier mal wieder falsch. Da geht's raus. Westlich von Lake Roundabout. Das ist wo? Das ist in Sinking Country. Sinking Country ist da. Ist ja auch eine große grüne Eins. So, und zwar Lake Roundabout. Der ist wo? Hier ist der Lake Roundabout. Das oder das? Das hier wahrscheinlich, ne? Hier haben wir einen Biwak. Und wird das hier die Basis sein? Dann mache ich gerade schnell eine Schnellreise zu diesem Biwak, damit wir die lange Wegstrecke uns gespart haben. Denn die gibt keinen Mehrwert. Gut, so. Ach, 1,4 Kilometer, also bin ich etwas falsch, aber ich habe mal wieder Voice Attack vergessen zu starten. Ja, ich versuche es einfach zu überspielen. So, zuerst mal hier Vorbereitung und Verletzungsresistenz, wie immer. Ich finde übrigens sehr gut, dass die dieses Schmatzgeräusch, dieses ekelhafte Schmatzgeräusch mit dem Motherland Update dann nochmal, ja, runtergefahren haben. Schauen wir gerade mal, ob wir noch was haben zum Nachkaufen. Habe ich jetzt zwischen den Folgen gar nicht gemacht, tatsächlich. So, noch eine Mine. Und dann haben wir alles. Gut. Dann brechen wir sofort auf. Also nicht diese Basis. Ich glaube ja nicht, dass das 1,4 Kilometer sind hier. Nee, ich habe das eben gesehen, da drüben. Das wäre hier, Landbasis der Sentinel-Korps. Da wäre ich ja schneller da gewesen. Naja, egal, komm, das bisschen können wir jetzt auch laufen. Wird hier unterwegs schon nichts Schlimmes passieren. Ich hoffe wirklich, dass man mehr als zwei, drei Missionen des Events wiederholen kann, aber wir werden sehen. Denn das Event an für sich war eigentlich recht cool, auch wenn die Terminator sehr nervig waren, weil die halt immer genau wissen, wo du bist. Kannst du dich im Matsch verstecken, wie du willst. Die wissen ganz genau, wo du bist. Die sind, wenn die später auftauchen, sind die meistens im Gefecht mit Sentinel oder so. Und wenn sie die erledigt haben, die laufen zielgerichtet zu deiner Position. Egal, ob du versteckt bist, egal, ob die wussten, wo du bist. Aber andererseits macht's ja auch wiederum Sinn unter dem Kontext, dass die ja aus der Zukunft kommen. Warum habe ich hier so krasse Frame Drops? Was soll das? Und ja, da sie aus der Zukunft kommen. Na toll, jetzt ein Heli. Das ist echt schlecht.
Andererseits macht es auch wieder keinen Sinn, dass die Terminator genau wissen, wo wir sind. Denn wenn keiner wusste, dass wir da sind, kein Gegner, da sind Terminator, und kein Gegner je von unserer Präsenz erfahren hat an diesem Ort, macht es auch keinen Sinn, dass die Terminator wissen, wo wir waren. Naja, muss ja nicht alles realistisch sein. Ich meine, es ist Ghost Recon. Es ist nicht Armor oder so. Armor Reforged ist übrigens ganz cool. Ist so ein bisschen so vom Feeling her wie Squad Light. Ich hoffe, der Terminator, der jagt uns dann nicht. Denn wir haben noch keine Waffe, mit der wir ihn besiegen könnten oder bekämpfen könnten. Delta Squad hier. So, damit kommen wir ein bisschen schneller voran. Naja, wenn da eine Brücke wäre, kämen wir schneller voran. So kommen wir nur schneller ins Wasser. Und schwimmen dann wieder weiter. Ich wollte jetzt nicht komplett außen rumfahren, bis da irgendwann mal eine Brücke kommt. Stellen wir da oben auf Einzelfeuer. Noch. Dann haben wir es. Ich weiß natürlich schon, wer da gefangen gehalten wird, aber beziehungsweise wer wo gefangen gehalten wird. Sagen wir so. Oh je. So, was müssen wir hier tun? Dokumente und Offiziere können Antworten liefern. Alles klar. Dann scouten wir mal. Da ist ein Dokument. Oh Gott. Ich meine, die können das nicht schaffen. Die werden einfach weggesnackt hier. Die haben keine Waffen, mit denen die den besiegen können. Wir sollten besser von hinten rein. Ja. Wir laufen außen rum, gehen hinten rein, sneaken uns die Dokumente und dann sind wir schnell wieder raus. Macht keinen Sinn, da vorne reinzugehen. Vor allem nicht, da die komplette Basis in Alarmbereitschaft ist. Vorne ist allerdings ein Geschütz irgendwo, das weiß ich noch. Also ich kenne diese Basis auch außerhalb des Events, deshalb weiß ich, dass da irgendwo ein Geschütz ist. War nicht gut. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Warum? Ich wundere mich nur, dass der Mörser da oben noch nicht auf den schießt. Der Schützturm ist in Alarmbereitschaft. Er hat mich getroffen. Kampfdrohne unterwegs. Natürlich schießt der Mörser jetzt auf mich. Oder auf uns, besser gesagt. Dann gehen wir da hoch. Am besten schnell wieder auf Autofeuer. Da haben wir jetzt der hier. Okay, ich leg. Warum habe ich keine Mine ausgerüstet? Achso, weil sie vorher leer waren, ja, ist klar. Leg eine Mine hier hin. Scanne die Umgebung. Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Hä? Was? Ist der. Ah, da ist eine Tafel. Okay.
Eine Konvoi-Route, ein Bericht, laut dem kürzlich eine Frau aus dem Lager von einem Konvoi abgeholt wurde. Abgeholt wurde, der durch Smuggler kreist. Der Bericht erwähnt nicht, wohin die Frau gebracht werden soll. Tja. Okay. Gibt bestimmt noch mehr Infos hier. Oder auch nicht. 4 Kilometer. Nehme ich die Mine wieder mit. Nomad, die Drohne hat keinen Saft mehr. Ja, ist nicht schlimm. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Jetzt sind wir zurück. Das ist aber nicht. Ich meine, die haben einen Heli da, ne? Allerdings, ist es das wert oder nicht? Und wo steht der Heli denn genau? Steht da hinten. Schaffen wir das? Wäre schon geil. Ein 4 Kilometer ist schon nicht wenig. Stimmt, da stand ja auch noch einer. Ein Schuss, ein Treffer. Oh! Ach, oben! Ach, da oben! Daumen drücken! Verdammt! So, bin ich mir verletzt. Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, der ist down, ne? Den haben die erledigt. Wir könnten natürlich auch die Karre da nehmen. Aber ich hätte schon gern den Heli. Ich will den Heli haben. Es ist nicht hier drauf, sondern auf dem Haus nebendran. Auf dem Dach. Die Frage, komme ich hier rüber auf das Dach? Nee. Hier ist eine Leiter. Ich hoffe, der Mörser zerlegt den Heli nicht, bevor ich abheben kann. Oh, der hat sogar Miniguns. Oh, hey, komm, dann beamt euch her. Ist mir egal. Eieiei. Weil der Scharfschütze mich da jetzt wegsnackt. Hab ich keinen Biss drauf. So, sehr schön. Überall wird gekämpft hier. Wir haben halt noch keine Chance, nicht die geringsten. Aber hier, die Waffe noch nicht haben. Mit meinem anderen Safe Game hätte ich die Waffe natürlich. Hätte ich auch die Tarnung aus Motherland, also. Aber ich wollte euch ja natürlich das Erlebnis möglichst, ja, in Anführungszeichen originalgetreu bieten. Leider habe ich damals das Event nicht aufgenommen, weil ich halt dachte, man kann das im Nachhinein noch aufnehmen. Ich habe diverse Tutorials zum Terminator tatsächlich auf dem Kanal, aber halt nicht das komplette Event leider, weil ich halt, wie gesagt, dachte, dass man das komplette Event wiederholen kann. So, was ist jetzt hier? Bin ich jetzt hier irgendwie im Suchradius oder was? Ach, lokalisieren Sie den Konvoi. Ja, gut. Fährt bestimmt mal da vorbei, ne? Ich guck mir nochmal die Route an. Kann ich das hier? Ne, muss ich darüber, ne? Hier, Aufklärungsdaten. So, das hier ist die Scale Factory. Fährt er vielleicht durch, vielleicht aber auch nicht. Also wenn ich mich da im Norden an der Kreuzung da positioniere, müsste ich ihn finden. Wenn das hier überhaupt die Scale Factory ist, stimmt. Okay, ich habe den Konvoi offenbar gefunden, auch wenn ich ihn nicht sehe. Wo ist er? Fragen Sie. Ah, da unten. Aber wir haben ja Miniguns. So, und einer muss überleben. Nur einer. So. So, wenn ich den Kameraden einen Feuerbefehl gebe, die schießen die nur außer Gefecht, oder? Oh Gott, das ist ein Erinnerungspunkt.
Ja, die, genau, die haben den nur außer Gefecht geschossen. Sehr gut. So. Hallo, du. Na? Ist auch so ein Ding. Wenn ich jemanden töte, ist er tot. Und wenn KI-Kameraden jemanden töten, lebt er noch. Die Gefangene, die ihr gerade aus dem Sentinel-Lager gebracht habt. Wo ist sie? Die Verrückte? Wir haben sie zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Die hat pausenlos von der Zukunft und vom Ende der Welt geredet. Wir waren heilfroh, die loszuwerden. Bitte, mehr weiß ich nicht. Solche Befragungen wünsche ich mir auch für den Rest vom Spiel, aber es wird wohl nicht mehr passieren. Wie bei Wildlands halt, ne? Wo man Gegner befragt hat und die halt auch wirklich was gesagt haben. Und nicht nur, mehr weiß ich nicht, bitte, töten Sie mich nicht. Ja, ich habe ja noch Hoffnung für das nächste Ghost Recon. Also nicht Frontline, sondern den nächsten Mainline-Titel. Das übrigens, merkt euch mal dieses Gebäude. Da müssen wir nachher hin. So. Okay, hierher. Nach Möglichkeit möchte ich hier die Sentinels am Leben lassen. Aus Gründen. Zumindest alle, die mir nicht im Weg stehen. Ich schätze mal die Lage ab. Ist das da eine Info, die ich brauche, oder? Nachschlagen. Audiodatei 060575. Fürs Protokoll, bitte nennen Sie uns klar und deutlich Ihren Namen. Okay, das war alles. Ich habe gerade schon stumm geschaltet, weil ich dachte, da kommt noch irgendwas, aber tja. Nun, Rasa Aldwin heißt sie also. Im falschen Gebäude. Hat hier zufällig auch ein Heli stehen? Oh. Ja, die haben ein Heli, der ist aber nicht bewaffnet. Okay, die da vorne stehen mir leider im Weg. Okidoki. Wir hören es auf jeden Fall schon. Halt endlich die Fresse da drin! Bitte, gehen Sie weg! Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Halt deine verdammte Fresse oder ich komme rein und stopf dir das Maul! Oh, die treibt mich noch in den Wahnsinn, Mann! Mann! Nein, was wollen Sie? Nichts, ich möchte nichts. Danke. Volltreffer, Baby. So, komm. Jetzt kann ich mich stumm schalten. Stopp. Sie? Nach Ihnen habe ich gesucht. Sie sind Nomad. Woher kennen Sie meinen Namen? Wer zum Henker sind Sie? Mein Name ist Rasa Aldwin. Ich bin hier, um Sie zu finden. Sehr witzig. Ich wurde geschickt, um Sie zu finden. Wie konnten Sie zwei Drohnen ausschalten? Hören Sie mir ganz genau zu. Ich komme aus der Zukunft. Ich bin hier, um die Maschinen aufzuhalten. Die Zukunft. Klar. Arbeiten Sie für Skell?
Wissen Sie deshalb, wie man Drohnen ausschaltet? Drohnen? Ich kämpfe gegen Terminator. Es gibt ein T-800 auf der Insel und er sucht nach mir. T-800? Ist das ein neues Modell? Hey, wenn es eine Drohne ist, können wir sie zerstören. Sie verstehen das nicht. Er denkt selbstständig. Er programmiert sich eigenständig neu. Er verfolgt seine Ziele, er lernt sich anzupassen, es gibt kein Entkommen. Und er wird niemals aufhören, niemals, bis sie tot sind. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Es gibt ein T-800 auf der Insel. Gehen wir! Wenn Sie überleben wollen, bleiben Sie bei mir. Der nach mir sucht. Nein! Raza! Hinter mich! Sofort! Und dann, er wird sie töten. Was zum Teufel ist hier los? Was hat das zu bedeuten? Vorsicht, Ghost Lead! Such dir Deckung! Ja. Er sucht mich, aber er wird sie töten. Pff, ja, gut, danke. Ich verwundet? Nein. Schon besser. Gut. Jedenfalls. Ich will zu meinem Heli. Oh, der steht noch da. War der nicht hier? Da drüben war er. Raza. Oder Raza. 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 Was auch immer. Kommst du? Warum ist die vorne rausgelaufen? Ist sie dumm? Hallo. Oh, da muss ich jetzt ehrlich. Dann gehe ich sie abholen. Warum ist die mir nicht richtig gefolgt? Steig ein. Fjubel? Nein, Vasili ist es. Nein, fix. Ich und Namen, ne? Das ist eine Katastrophe. Raza. Hallo, Raza? Oh. Na toll, das war dumm. Hab nicht aufgepasst. Schwergewicht voraus. Und der Termi. Komm. Triff sie dort, wo es weh tut. Dann hier hin. Das passiert alles zu früh. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Waren Killerdrohnen nicht gut genug für Skell? Mussten die auch noch unbesiegbare Roboter in Menschengestalt bauen? Die sind nicht von Skell. Es ist eine Infiltrationseinheit. Halb Mensch, halb Maschine. Sie wurden von einer KI geschaffen. Skynet. In etwa 40 Jahren. Was? Das Ding kommt aus der Zukunft? Einer möglichen Zukunft. In meiner Zeit haben wir Waffen, um gegen die Terminator zu kämpfen. Waffen, die hier auf dieser Insel entwickelt wurden. Auf Aurora. Warum sollte ich irgendetwas davon glauben? Sie haben das Ding gesehen und wozu es imstande ist. Sie müssen mir nicht glauben, aber wir müssen dieses Ding aufhalten. Lassen Sie mich Ihnen nur die Waffe geben. Den Rest können Sie erledigen. Wenigstens da sind wir uns einig. Die Ausrüstung ist völlig durch. Man würde ja denken, mit Ihrer ganzen Kohle könnten die uns das gute Zeug holen. Verdammt! Sieht aus, als wären wir nicht die Einzigen, die sich für ihre Werkstatt interessieren. Sie kommen nicht rein, nicht mit ihren Mitteln. Die wissen, dass wir aber da wir sind. Müssen sie loswerden, wenn wir rein wollen. Geben Sie mir eine Waffe. Keine Chance. Ich kann auf mich aufpassen. Nehmen Sie es nicht persönlich. Es ist egal, woher oder von wann Sie sind. Ich kümmere mich um die. Sie bleiben außer Sicht. Ich habe nicht mehr viel Munition im Magazin. Und Wolf ist noch toll. Das ist ungünstig. Kann ich das da rein? Wir sind nicht allein! Oh, hallo. Nein, der Wolf! Die Wolves kommen! Ah, shit. Und mal Feuer frei, Jungs. Zack, ziehen! Sehr gut. Die Drohnen da hinten, aber die hatten es
vielleicht nicht gesehen, vielleicht auch doch. Raketenwerfer. Um Gottes Willen. Hab einen Wolf. Ah, shit. Das war knapp. Kampfdrohne gestartet. Oh, shit. Uiuiui. Ah, sie haben es geschafft. Gut. Hui. Och, und eine Azrael. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier los? Alter Schwede. Es war mehr Action, als ich erwartet hatte. Viel mehr Action. So, ich denke, das genügt. Gesichert. Sammelt euch bei mir. Selbst zu sehen. Sie sind voller unbändiger Kraft. Ich bin beeindruckt. Dieser 3D-Drucker war das letzte Stück, das für die Waffe gefehlt hat. Wir waren nicht sicher, ob es einen gibt. Wer ist wir? Der Widerstand. Sie haben mich geschickt, damit ich eine Waffe baue, die die Maschinen aufhält. Wir wussten nicht, ob es die nötigen Materialien schon gibt, aber wir hatten Glück. Ist sie das? Das ist nur die Basis. Sie muss noch verbessert werden. Ich kann Ihnen beibringen, wie man sie aufwertet, wenn Sie die Materialien finden. Und was soll ich damit tun, wenn sie aufgewertet wurde? Terminator töten. Es wird mehr als nur einen geben. Das Ding röstet ihre Prozessoren. Meine Mission war es, sie ihn zu bringen. Na gut, ich spiele mit. Fürs Erste. Suchen Sie sich in der Zwischenzeit ein sicheres Versteck. Und kein Wort mehr über die Zukunft. Sonst bringen wir Sentinel noch auf dumme Ideen mit Cyborgs. Meine Mission hat Priorität. Ihre Mission war, mir diese Waffe zu bringen. Und die habe ich jetzt. Ich kenne einen Ort namens Erewhon. Dort sind Sie sicher. Sie verstehen das nicht. Mein Befehl lautet, diese Mission zum Abschluss zu bringen. Meine Sicherheit, mein Leben ist nicht von Belang. Wenn Sie mir bei der Fertigstellung dieser Waffe helfen sollen, dann brauche ich Sie lebend. Oder? Verlassen Sie die Werkstatt. Gehen Sie nach Erewhon. Sagen Sie, ich schicke Sie. Dann haben wir jetzt die Waffe. Das MK-14 Termination wurde speziell entwickelt, um Terminator zu zerstören. Vergessen Sie nicht, es einzusetzen. Nächste Mission wäre, sprechen Sie mit Raza. Sehr gut. Damit haben wir diese Mission, diese erste Mission, erledigt. Alles klar. Gut, ich hoffe, du hattest Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.